Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Deathloop. Heute geht es weiter mit dem ersten Mal, wo wir den letzten Visionär töten werden. Weil alle anderen haben wir, glaube ich, schon mal getötet, außer ich vergesse gerade irgendjemanden. Aber nee, ich glaube nicht. Heute werden wir zum ersten Mal hier vier einen Besuch abstatten. Und zwar hier auf Rusted Rock zu Mittag. Ich weiß, eigentlich wird es dann im Endeffekt wahrscheinlich darauf herauslaufen, dass wir sie und Charlie am Nachmittag im Twisted Rock töten sollen. Aber zuerst schauen wir uns erstmal das an. Vier Zborowska auf eine Ex... Was? Auf eine existenziell... Ich habe gerade versucht, ein anderes Wort daraus zu lesen. Auf eine existenziell erschütternde Art künstlerisch begabt, völlig high, wirkt harmlos... Könnte aber die gefährlichste von allen sein. Ja, genau. Und ansonsten... Ja, ich würde sagen, das machen wir erstmal so. Ausrüstungsvariante sollte eigentlich auch soweit gut sein. Wir haben hier Nexus. Teleport-Dings, das. Warum haben wir hier eigentlich noch keine Siegel drauf? Das ist irgendwie nicht so gescheit. Kraftsauger... Gegner leiden Schaden und verlieren enorm viel Kraft, wenn du sie triffst. Ja, das ist gerade für solche Gegner ganz gut. Das haben wir alles schon genommen. Reduziert den Rückschuss bei einer Schrot, finde ich auch nicht so schlecht, glaube ich. Streuung für Schüsse aus der Hüfte. Ja, das ist auch gut für Schrotflinten, würde ich sagen. So, und damit würde ich sagen... So, schauen wir uns jetzt mal Twisted Rock an. Ich weiß nicht, wo Fia auf Twisted Rock ist. Vielleicht ist sie genau wie Frank im Club oder sie ist woanders. Vielleicht ist sie dort an der einen Stelle hinten, wo wir noch nie hin mussten. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Harriet, huh? Muss sich gut angefühlt haben, jemand so Böses auszuschalten. Du hast doch keine Ahnung, was böse ist. Wie recht du hast, Captain. Ja? Warte mal, was ich als nächstes vorhabe. Fick dich, ich bin erst 29. Aha, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Hier war ja nicht dieser Spezialschacht, oder? Du wirst brennen. Sie hat Geheimnisse. Oh, hallo. Das wollte ich so nicht. Kommen wir hier hoch? Aber... Da kommen wir hoch, oder? Ja. Ist nicht euer Scheiß Ernst, dass man da nicht hochkommt. So, dann würde ich sagen, schalten wir erstmal die aus. Dort ist doch jemand. Ja. Kannst du vielleicht mal weggehen? Zweifler, großkotzig, engstirnig, ignorant. Das ist die, die genau unter uns ist. Okay, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Egal, wir machen erstmal die dort hinten. Ein bisschen Glück. An mir kommst du nicht vorbei. Das werden wir noch sehen. Top. Alright. Ich hasse es, dass ich das immer noch nicht machen kann. Oh, Juliana. Das Spiel war
glaube, sie ist in der Nähe. Ja. Ich höre sie da irgendwo unten rumlaufen. Haben sie nicht getötet? Wo ist sie hin? Vor allen Dingen, warum hat sie aufgehört, auf einmal uns zu jagen? Sie hat wirklich aufgehört, uns zu jagen. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hä, Moment, wo sind wir hier jetzt? Ja, wir sind da bei diesen Güterdingern. Ja, ja. Okay. Ah ja, da ist der Strand. Ja, ja, ja. Oh, ist es dann dort beim Strand irgendwann? Ah, ne, dort ist die Antenne. Da ist das Studio. Ich höre es piepsen. Da. Ja, nicht auf einmal explodieren. Ah ja, hier war dieses Loch, wo Leute einfach reingesprungen sind. Willst du mich gerade verarschen? Besser. Das Problem ist halt jetzt. Kennst du den Abschluss unter dem Fenster? Juliana. Wird jetzt ein bisschen Probleme bereiten, würde ich. Da ist die Antenne. Hier ist irgendwie ein Weg nach unten. Darunter. Da ist hier einer von den Clubwänden von Frank. Von einem Untergeschoss. Sendemast, ja. Ah, hier waren wir auch noch nicht, glaube ich. Also nur so halb. Hinten waren wir. Oh, hier ist Residuum. Ich denke mal gerade schon, was ist das für ein komisches Geräusch gerade. Bisschen heilen, wenn Juliana auf einmal wieder ankommt. Hey, ist sonst niemand mehr? Das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Eine Tür gesperrt. Das hört sich nach Julian an. Mörder!
das war mal ein bisschen anderer Ausgang, der Kampfmucke. Nice! Das heißt... Hallo? Alter, ich drück F! Ich habe irgendwie eingebildet, hier steht F halten, um den Tunnel zu entsperren und nicht mittlere Maustaste. Ich weiß nicht warum, weil ich dumm bin. So, Tunnel geöffnet, Juliana tot, Residuum wird absorbiert, was hatten sie für eine Verbesserung dabei? Ätherverbesserung. Geist. Geist haben wir doch schon mal, oder? Die Ätherverbesserung anreichern Geist. Moment. Ja, aber ich würde gern wissen, was das... Was Geist genau macht jetzt gerade. Egal. Ether verbraucht nicht länger Kraft, wenn du stillst. Also dann verbraucht die gar keine Kraft mehr. Oh, das hört sich aber echt gut an. 0, nichts nachladen. Das hört sich auch gut an. Nehmen wir. Sehr schnelles Nachladen, gerade mit einer Einschusswaffe. Wie schnell ist die Frage? Oh, das ist echt schnell. Holy fuck. Okay, wenn wir hier hackbares Signal, können wir nicht auf einmal dann hier werden. Von der anderen Seite kommen wir aber schon irgendwie rein. Ah ja, okay. So weit, so einfach. Perfektes... Oh, Charlie's Extended Edition. Perfektes persönliches Siegel. Sehr angenehm. Was ist mein Lieblingsbuch, Lied oder Stück? Was ist mit Spiel? Spiele sind Kunst. Und die besten Spiele sind meine. Da hast du die Antwort. Musste ich unbedingt nach Black Reef mitnehmen? Jetzt wird's aber ganz schön persönlich. Naja, also, Geschütze, meine Werkzeuge? Ja, das kleine Schraubenzieher, Lötkolben, sowas. Stehe ich gern im Rampenlicht? Hey, ich bin das größte lebende Genie der Welt. Das nicht zu mögen wäre ja... Ja, das würde ich nicht gern atmen. Ich meine, was willst du da von mir hören, ne? Ja, Charlie ist einfach... Charlie ist und bleibt Charlie. Ach Gott, so. Nehmen wir... Sonst noch was hier... Ne, hier waren wir schon. Okay, das heißt, ich glaube, wir haben von Black Reef jetzt langsam wirklich so ziemlich alles. Außer da, wo wir jetzt hin müssen. Warum haben wir aber... Achso, Moment. Ich habe das aus irgendwelchen Gründen wieder... deaktiviert. Moment, jetzt ist die Frage, ist das hier rum oder beim Strand? Das wäre jetzt eine gute Frage. Gehen wir hier rein oder beim Strand? Gibt es überhaupt beim Strand einen Eingang? Ich glaube ja. Ich glaube sogar, die sind dort vorüber verbunden. Ich kann die nicht aus der Distanz hacken ohne dieses eine Perk. Wir gehen hier wieder zu dem... Alter Schwede. Ich konnte die Mine irgendwie nicht entschärfen, nicht rechtzeitig. Komme ich hier nicht rein mit Teleport? Ah, das ist aber... Das ist aber Bullshit. Warum auch immer. Aber immerhin, jetzt ist auch eine Mine weniger. Von daher... Why not? Und die sollten sich jetzt auch wieder beruhigt haben, langsam, oder? Ja, ich bin auch bewaffnet, du Pisser. Willkommen auf dem Schlachtfeld.
I like it. Oh, ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Und ich hasse Minen. Ich bin ein einfacher Mann. Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen und ich hasse Minen. Hallo? Hast du einen Ladehemmung gerade, oder? Gott sei Alter Schwede, das war... Aber gut, dass wir inzwischen, dass es weniger Kraft verbraucht hat, haben. Und das alle? Ne, da hinten ist noch zumindest einer. Aber der ist arschweit weg gerade. So, aber gut, dass das Geschütz jetzt in unserer Hand ist. Magazin ist voll. Poliertes Waffensiegel, take it. Hallo? Oh. Okay, wir sind am Eingang von 2. Dann gibt's 1, 0. Oh, alter Schwede. Es scheint ein bisschen komplexer zu sein, aber ich kann das nicht aufmachen. Egal, wir gehen erstmal da runter und clearen dort alles ab. Wie heißt das? Army of the Motherland. Okay. Das ist so ein alter Kriegsbunker von Black Reef hier, oder was? Nicht, dass ich mich... Teleportieren ist hier gerade übrigens gar nicht mal so intelligent. Du machst im Verlauf des Tages mehr Schaden. Aber ich würde gerne die behalten. Also ich will auf jeden Fall nicht die meine aktuelle Waffe weggeben. Die hier ist zu gut, gerade wenn wir gegen 4 wahrscheinlich dann kämpfen müssen. Ich meine, vielleicht können wir sie auch hinterrücks machen, aber... Hier ist der Durchgang zur Cave, oder? Wir müssten da sein. Ja, das zum Strand meine ich. Da geht's zur Cave. Oder? Hier müsste es zum Strand gehen. Nur ein Zug, nur einer. Ja, hier ist der Strand. So, und jetzt nicht teleportieren, weil ich mich idealerweise nicht in eine Mine teleportieren will. Ich höre hier in der Gegend irgendwo eine Mine, aber ich sehe keine. Die hier oben? Also man musste kein Genie sein, dass man das kommen sieht, dass ich das jetzt so verscheißen werde. Wenn ich schon extra sage, nicht teleportieren und dann mache ich was? Ich teleportiere mich genau in die Richtung, in die ich die Mine höre. Nur auf den Dingern hier teleportieren, weil ich glaube, hier oben wird wahrscheinlich nichts sein. Und mit ich glaube, meine ich, ich hoffe. Hey, wie geht's dir? Bereit für die nächste Runde. Ist hier unten was beim Wasser? Zum Beispiel hier bei dem Teil. Idealerweise jetzt. Ist das so ein Teil? Ne, das ist ein Pinsel. Okay, ich höre hier irgendwas. Ist das hier oben? Hä, das ist da drinnen irgendwie. Hä, das ist irgendwie in dem Teil drinnen. Wie komme ich da rein?
Ihr hört das auch, oder? Ach so. What the fuck? Ich erkenne nicht mal, was das ist. Ist das ein Totenschädel? Also so ein Kopf? So ein Skelett halt? Da ist noch ein bisschen Residuum. Irgendwo hier ist noch ein Siegel. Alter, wo? Ich nehme erstmal das Residuum, dass ich das andere besser lokalisieren kann. Alles hört sich genau an, als wäre es genau. Ey, komm mal da rein. Ja, okay, wollte gerade schon sagen. Das kann jetzt aber nicht der Fall sein. Ja. So. Ich weiß nicht, ob es so intelligent ist, den Knopf hier zu drücken. Oder den. Weil ich wette, dann kommen alle hier nachsehen. Ich glaube, es wäre viel intelligenter, wenn wir oben rumgehen. Und nicht sterben. Im Idealfall. Hier war gerade Fistpop irgendwo noch, oder? Ja, da. Brauche ich nicht. Nicht gierig werden. Oh, sind wirklich voll. Nice. So, hier reingehen ist, glaube ich, die deutlich sinnvollere Variante. Oh, hier ist sogar ein bisschen Nägel. Goel. Was zur Hölle? Achso, das ist ein Feldnullifizierer. Interesting. Oh, hier ist Aufzugsschacht. Und hier war der Eingang gerade, oder? Ja, okay. Also hier gibt es, glaube ich... Okay, ich schaue mir den Plan nochmal ganz kurz an. Okay, wir haben hier den Eingang. Ja, da runter. Dann Ebene 1 und 0 sind größer. Und die Minusebenen sind wieder eher kleiner. Und alle gehen aber über den Aufzugsschacht. Außer Ebene 1... Und die, die dazwischen ist, die gehen nicht. Also nur Ebene 1 geht nicht über den Aufzug. Moment. Ah. Ach so, meint, das Licht hat mich nur so hart geblendet, okay. Okay, das ist aber... Hab die Stimmen... Was, haben die Stimmen mich verraten? Was ist das für ein hardcore-nerviges Geräusch? Farbrausch. Nein, nix. Dreh dich wieder um, geh zu deinen Kumpels und lass mich dich killen. Wir müssen da irgendwie rein. Brauchen wir eine Batterie für. Geh da jetzt erstmal weg. Come on. Ich will euch töten. Weil das wird nicht reichen, oder? Nee, wird's nicht. Ihr seid zu weit voneinander entfernt. Jetzt verpiss dich da mal. Alter, du willst jetzt eine ganze Zigarette an der Stelle rauchen. Fick dich. Gut. Wenn du nicht dich bewegen willst, werde ich mich bewegen. Oh. Nein, hier ist ein Minen. Ah, jetzt bewegt er sich.
Na, immerhin bewegt er sich. Ah, da sind die Haupttore. Komm. Yes. Drehkurbel. Drehkurbel hört sich nach einem gar nicht mal so unwichtigen Teil an. Okay, hä, hier ist noch was. Achso, nee, das wird da drin sein. Okay, aber die Sache ist, die Drehkurbel wird mir hier nichts bringen. Weil inaktiv ohne Strom, wir brauchen eine Batterie. Das ist nur so ein Siegel, das muss ja ultra geil sein. Ich meine, ich sehe schon, das ist ein lila Siegel, aber trotzdem. Die Musik ist gerade so ein bisschen hart. Ah, leere Batterie. Ja, leere Batterie. Hm. Weniger geil. Viele leere Batterien. Achso, Moment, hier ist eine Batteriestation. Sehr schön. Ernsthaft, ich hab die jetzt fallen gelassen. Da, komm an. Mir geht's gut genug. Ja, und das freut mich auch, Cold. Für uns beide. So, Batterie. Knopf. Wehe, hier drin ist eine Mine. Perfektes Siegel. Ah, ne, hier ist keine Mine, aber... Hier ist ein Schacht. Okay. Das heißt, es gibt hier noch einen Alternativweg. Wir schauen trotzdem mal. Hier waren, wie gesagt, nur die Hauptdinger. Oh wow, es ist so... Es sind so vaultartig aufgebaut. Ja, okay, also ich kann quasi einen aufmachen und dann den anderen verwenden. Alter, wie viel Residuum ist hier gerade? Leck mich am Arsch. Oh, hallo. Gut, dass dein Sichtfeld offenbar sehr eingeschränkt ist. Ich muss deinem Augenarzt danken, dass er dir nicht rechtzeitig gesagt hat, dass du offenbar eine Brille brauchst. Null. Ah ja, das hier ist der Eingang, das ist der Fahrstuhl. Hier ist noch eine große Ebene. Holy shit, das heißt, das hier unten ist ja echt arschgroß. Ja, er hat seinen eigenen Zustand beschrieben, bevor er überhaupt gecheckt hat, was abgeht. Die Menge an Residuum, die wir hier bekommen, ist echt. Wir haben schon über 20.000. Wobei, wir haben auch Juliana getötet. Verschwendung. Hm. Ich glaube, es klimpert. Hey Missy, ich will dir ja nichts einreden, aber wie bitte? Ich habe diese Dinge auf der ganzen Insel aufgestellt, tägliche Lieferungen zwischen den Hauptdistrikten festgelegt und die Kompatibilität der Maschinen mit jeder Art von Eon-Krimskrams getestet. Außerdem mache ich seit Monaten Werbung dafür. Und jetzt soll ich keine Codes rausgeben? Ich verstehe, dass hier nichts mit Geld läuft, aber es gibt keine Instandhaltung. Kosten. Die Dinger nutzen sich niemals ab. Das ist doch der Sinn dahinter. Warum soll ich dann also eingeschränkt werden, wer sie benutzen darf? Naja, ist nur so ein Gedanke. GF. Oh, das ist hier dieser Gideon Frey, der diese Dinger macht. Ich glaube, es klimpert. Lieferstationen transportieren Objekte zwischen Distrikten, benötigen aber einen Code. Ja, genau. Und wir brauchen diesen Code.
Ja, aber alles sind so kleine Residuum-Dinge. Da steht er. Forever Young. Sind die irgendwie obsessiv mit dem Song hier, oder was? Okay, also das und das. Und hier ist ja auch noch eine Tür. Geht die auf? Ne, die scheint zugeschweißt zu sein. Ja, hier der Gang. Das heißt, das hier wird hier hinführen, auf die Seite von Ebene 0. Damit schon wieder habe ich das Steam-Menü aufgemacht. Das passiert eigentlich, wenn man läuft und versucht gleichzeitig... Hallo? So. Sache, wir sind schon ganz nahe an 4. Okay, ich glaube, wir sollten hier. Weh, der geht wieder an. Geht nicht wieder an, gell? Okay, dieser Weg ist jetzt schon kacke. Dieser Weg gefällt mir jetzt schon nicht. Wir gehen den regulären Weg, weil ich hasse es, wenn ich unter dem Boden rumkrieche. Weil das, ich liebe es eher, die... über den Bodenpositionen zu betreten oder zu haben. Und nicht halt diese... Ha, ich bin so unter dem Boden. Ich hab anderes zu tun, weißt du? Wo sie ist, ist Party. Ist ja tendenziell nichts Schlechtes, aber... sie muss trotzdem sterben. Ihre großartige Arbeit. Oh shit. Sind die auch stimmt. Das Gute ist, 4 scheint noch nichts davon mitzubekommen. Ich gehe andersrum. Ich komme von der Seite. Ja, von welcher Seite?
Colt ist hier. Wir brauchen Verstärkung. Oh nein. Oh nee. Im vierten Bunker befindet sich ein instabiler Reaktor. I don't like this. Masseverlust 50%. Was heißt denn hier Masseverlust? Wir schauen uns den Hinweis an. In vier Punkten befindet sie. Sollte sie mich kommen sehen, wird sie vielleicht die ganze Insel in die Luft sprengen, um ihre Geheimnisse zu ziehen. Oh, ich muss da wahrscheinlich schnell hin und hier. Scheiße! Ich bin safe tot. Fierce Reaktor hat Twisted Rock vernichtet und dich gleich mit. What? Wir haben irgendein Ding bekommen. Töte jeden Visionär mindestens einmal. Gut, okay, sie ist tot, aber wir auch. Alter Schwede, das heißt, man muss hier Hardcore-Stealth gehen. Okay, gut zu wissen. Holy shit. Dammit, jetzt haben wir auch noch unsere Juliana-Tafel und das ganze Residuum verloren. Und die eine geile Waffe. Dammit. Du bist durch eine Reaktorimplosion gestorben. Dammit! Scheißendreck! Aber okay, sollte sie mich kommen sehen, wird sie vielleicht die ganze Insel in die Luft sprengen. Aber immerhin mal gut zu wissen. Das heißt, 4. Da müssen wir echt hardcore-stealthy vorgehen. Immerhin, wir haben gutes neues Intel. Und ich würde sagen, was machen wir als nächstes Mal? Nächstes Tafel. Hier, das geht aber nur zum Mittag hier bei... Ne, das müsste bei Arsenal hinweisen. Alexis auf jeden Fall. Ich dachte, wir kriegen das noch hin. Harriets Nexus-Tafel. Ne. Charlies Teleport-Tafel. Ne. Nachschubdepot. Aber das ist zum Mittag, soweit ich weiß. Helps befreien würde auch gehen, aber das hier ist nur zum Mittag und dabei ist es beim Komplexes. Machen wir das, würde ich sagen, dann. Ich weiß gar nicht, ob in der Früh noch irgendwas großartig ist, was wir gut machen könnten, weil stärker zu zweit ist mittags. Funkstille die Generatorstation. Visionärshinweis. Ah, das ist aber am Morgen. Juliana will nicht, dass ich die Generatorstation betrete. Immerhin können wir das machen. Franks Feuerwerk kann leicht sabotiert werden. Genau, das heißt, das müssen wir nur in der Früh, wenn wir Harriet machen, dann entsprechend hinkriegen.
Meine einzige Chance bei Harriet, während der Morgen klingt, zusammen. Also Harriet muss am Abend sein. Alexis und Igor müssen am Abend sein. Fia und Charlie müssen am Nachmittag sein. Das heißt, zum Mittag muss ich ja dann wahrscheinlich in Abdam nicht Charlie. Wo muss ich denn dann zum Mittag sein? Weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber okay, langsam wird's was. Ich glaube, wir werden hier nächstes Mal in den Komplex gehen. Wir haben jetzt natürlich leider im Endeffekt nichts gewonnen von den Sachen, die wir uns geholt haben. Aber wir müssen sowieso noch einmal hier zu vier zum Mittag gehen. Nee, doch zum Mittag. Zum Mittag, genau. Ja, deswegen, ich würde sagen, unter dem Loop Consult Zentrum gibt es eine alte Generatorstation. Die Generatorstation untersuchen, Helps befreien können wir dabei auch nochmal machen. Und ja, ich würde sagen, das ist dann der Plan fürs nächste Mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn wir nicht vier selbst getötet haben. Ich weiß, sie ist gestorben, aber halt durch die Explosion der ganzen Insel. Aber wir haben dadurch immerhin schon mal Intel bekommen. Wir wissen, wo wir versteckt oben reingehen können. Wir wissen schon mal so in etwa das Layout, wo die ersten Gegner sind. Wir wissen, wir dürfen auf gar keinen Fall auffliegen, sonst sind wir echt gefickt. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Deathloop sage ich Tschüss, Leute.